Heute möchte ich mit dir mal über einige Dinge sprechen, die viele Menschen in Angst versetzt. Viele Menschen haben Angst, dass ihre Gaben wie Hellsehen, Hellhören, Hellfühlen von Gott verurteilt werden. Viele Menschen haben Angst, dass ihre sexuelle Identität, ne, auch das kann sein, dass man heißt, du bist homosexuell, du bist heterosexuell, dass das von Gott in irgendeiner Weise in irgendeine Schublade gesteckt wird. Auch diese Ängste kommen auf Grundlage der biblischen Überlieferungen, wie wir sie kennen, beziehungsweise wie sie uns beigebracht worden sind. Was die Engel und Gott wirklich dazu sagen, das erfährst du heute in diesem Video. Hallo, du wundervoller Erdenengel, und ich möchte dir heute sagen, es ist mir ein ganz, ganz wichtiges Video, was heute hier entsteht. Und ich hoffe, es gefällt dir. Und wenn dir dieses Video gefällt, freue ich mich sehr über deinen Daumen nach oben und natürlich gerne auch über deine Meinung in den Kommentaren. Mein Name ist Udo Golfmann, ich bin Hellseher seit meiner Geburt. Ich bin Engelmedium, Engeltherapeut und dein Coach für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben. So, jetzt fangen wir mal an, ein bisschen aufzuräumen mit Gerüchten. Die Bibel ist durch viele, viele Hände gegangen. Die Bibel, wie wir sie heute kennen, besonders das Neue Testament, ist durch viele Hände gegangen. Das Alte Testament ist sehr grausam, das Neue Testament ein bisschen sanfter, aber auch dort gibt es noch viele grausame Passagen, die uns von einem strafenden Gott erzählen. Ne? Also da ist zum Beispiel das Hellsehen verpönt und wird stark bestraft, Homosexualität sind stark bestraft und so weiter. In Wahrheit ist es ja aber so, Gott hat uns ja so geschaffen, wie wir sind. Und das sagen die Engel immer deutlich, das ist der erste und wichtige Punkt. Das sagt auch Jesus. Gott hat uns so geschaffen, wie wir sind und hat uns auch mit den Gaben der Hellsicht zum Beispiel, wenn wir sie besitzen, oder des Hellhörens, Hellfühlens gesegnet. Sind Geschenke, die Gott uns macht und niemand sonst. Sie kommen genau von da. Es ist überhaupt nichts Böses dran. Gott straft uns hier gar nicht, in keinster Weise. Aber natürlich war es den Kirchen ein Gräuel und nicht Gott. Ebenso die Homosexualität zum Beispiel war den Kirchen ein Gräuel und nicht Gott. Also das hat alles mit Macht und Machtmissbrauch zu tun. Da gab es einen Papst, der hat dem Hieronymus, das ist im Übrigen belegt, auch in Hieronymusbriefen, den Auftrag gegeben, die Bibel, die ja schon durch tausend Hände gegangen ist, aus dem Lateinischen ins Deutsche zu übersetzen, andersrum aus dem Aramäischen ins Lateinische zu übersetzen, Entschuldigung, das war ein kleiner Denkfehler, und natürlich genau so zu übersetzen, wie dieser Papst es wollte. Hieronymusbriefe belegen, dass er sich gegen einiges erwehren wollte, aber ihm dann auch böse gedroht wurde, dass, wenn er das nicht täte, er das nicht überleben würde und dergleichen zum Beispiel. Also da sind natürlich einige Verfälschungen drin. Des Weiteren wissen wir zum Beispiel, dass die Mosesbücher erst tausend von Jahren, ich glaube 2000 Jahre nach Moses Tod, geschrieben worden sind. Die Evangelien, die wir heute in der Bibel kennen, sind einige hundert Jahre nach Jesus Tod erst überliefert worden. Es gibt Originalschriften zum Beispiel, da sagen die Engel auch, das Thomas-Evangelium ist eine dieser Originalschriften, die aus dieser Zeit stammen und echtes Zeitzeugnis von Jesus Worten. Und im Vatikan gibt es noch viel, viel mehr solcher Originalschriften, aber diese sind uns verborgen. Gott ist Liebe und Gott ist bedingungslose Liebe. Er liebt uns genauso, wie wir sind, mit allem Drum und Dran. Das heißt, natürlich können wir trotzdem Fehler machen, das ist nicht die Frage. Ne? Das heißt, immer, Menschen können viel spirituell sagen, jetzt können Menschen keine Fehler machen, weil Gott uns ja bedingungslos liebt. Das ist natürlich auch nicht ganz richtig. Sondern wir müssen hier betonen, dass es hierbei natürlich darum geht, zu sagen, wir sollen trotzdem zum Göttlichen kommen und diese Liebe auch weitergeben. Denn wenn wir in der Liebe sind, dann werden wir zum Beispiel die Gebote achten. Dann werden wir niemanden bestehlen, niemanden umbringen, niemanden was Böses tun. Denn der Leitsatz sollte immer sein, tue, was du willst und schade niemand. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, lehre Jesus uns. Und das zum Beispiel ist ein echter Jesus-Satz, der übernommen wurde. Das heißt, erst die Selbstliebe und aus der Selbstliebe heraus zum Beispiel können wir natürlich noch mehr erreichen. Gerne erzähle ich dir noch mehr über die biblischen Überlieferungen. Vielleicht hast du Bibelstellen, die du gerne analysiert haben möchtest, die du von den Engeln abfragen möchtest. Dann schreib mir einfach mal diese Stellen in die Kommentare. Ich nehme das gerne auf und wir gucken, dass wir das dann in einem der nächsten Videos auf jeden Fall bearbeiten werden.
Ich freue mich schon drauf. Auf jeden Fall, wenn viel Interesse da ist, dann hätte ich auch Lust, daraus eine neue Serie entstehen zu lassen, zum Beispiel. Ich wünsche dir auf alle Fälle eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Video. Wahrscheinlich bis morgen. Licht und Liebe. Gott segne dich. Euer und dein Udo Goldmann. Tschüss.